Ruhig bleiben, unsympathisch, vor 2 Stunden, würde ich sagen, auf geht's. Heute gehen wir mal wieder gemeinsam richtig tief ins Internet rein. Hey, ruhig bleiben, Marcel. Luca hat mir eBay Kleinanzeigen-Fails zukommen lassen. Das heißt, ich lese mal gleich wieder ganz klassisch als Person A und als Person B vor. Macht's euch bequem, Leute. Ihr könnt euch übrigens, oh mein Gott, ihr könnt aufhören, euch festzuhalten. Ihr könnt euch abschnallen und für alle, die sich mit dem Sekundenkleber festgeklebt haben. Was macht man denn dagegen? Jetzt kommt's. Ich hab mir so eine Taschenmuschi bestellt. Erster Fail, let's go. Hallo, wie viel soll er kosten? Inklusive Versand. Nur für Italiener zu haben. Respekt, was haben Krokodile und Italiener gemeinsam? Kleine Beine, große Fresse. Und da gehen Grüße raus an meine italienischen Zuschauer. Ja! Hallo, ist da... Ach, ist Pietro Italiener? Wusste ich gar nicht. Die Kommode. Nee, hier ist der Arne. Was soll ich dazu sagen? Doch mich Corona, in another Monat bin ich noch der in den Top. Okay, Knossi. Türkisch, den kannst du auf jeden Fall schon mal. Bei dem nächsten Fail gehen Grüße nicht raus aus dem Maxnomic oder aus dem DX Razer, sondern vom Gaming-Sessel wirklich. Was ist das für ein Gaming-Sessel? Das ist schön. Das ist schön. Kann man auch gleichzeitig sein Geschäft erledigen? Ist mir nur mal voll in den Runden dabei, Bruder. Direkt. Gibt's doch keine Ausreden. Zack. Entspannt. Dieser Sessel, 10 von Mehmet. Und wer kennt ihn nicht? Den Amazon 50-Euro-Gutschein. Guten Abend, für 25 würde ich ihn nehmen. Der Verhandlungsboss. Hallo, was wäre denn preislich machbar ohne Felgen? MFG. Schlag was vor. Sagen Sie mal Ihren Kotzgrenze. Puh, so 16 Bacardi Cola in etwa. Zehner. Können Sie auch in ganzen Sätzen schreiben? Was war denn daran unverständlich? Ich habe nicht gesagt, dass es unverständlich war, oder? Aber was ist das denn für eine unhöfliche Art, jemanden anzuschreiben? Geh mir nicht auf die Eier, du Asozialer. Haben wir schon Werbung gemacht? www.unsympathischshop.com. Oh. Passt. Alle Größen sind wieder vorhanden. LXL, XXL, gönnt euch. Ruhe! Bei Abholung 50 Euro inklusive Restgarantie? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mich hat komischerweise jemand mit genau den gleichen Bildern hier angeschrieben. Eins von mir und andere von meiner Frau. Wie heißt denn Ihre Frau auf eBay? Thomas. Als nächstes brauchen wir mal wieder die Gedichtsstimmung. Danke. Ich bin ein seriöser Verkäufer, immer ruhig, nett und leise. Jetzt kauft endlich das Einrad. Verdammte Casey? Danke. Hallo, warum so günstig? Auto kaputt. Hallo, es handelt sich hierbei um ein Modellauto, wie bereits im Titel der Anzeige zu erkennen ist. Dann noch TÜV-Probefahrt möglich. Ja klar, Probefahrt ist möglich. TÜV ist noch gültig. Genau, das brauchen wir. Hat der noch TÜV? Probefahrt möglich? Ja klar, Probefahrt ist möglich. TÜV ist noch gültig. Was für Menschen laufen auf eBay Kleinanzeigen rum? Moin, starker Bulle. Wie viel Kilogramm passen maximal auf eine Kurzhantel? Gruß Michael. Bizeps unter dem Ärmel. Trainiert werdest du mit Gewichten. Dein Curl komme, deine Anspannung geschehe. Wie an der Hantelbank, so an der Butterfly-Maschine. Die Kirche des Bizeps. Okay. Weird Flex. Ich bin's. Oh, nee. Gagmebo. Geistesgestört gut sieht er aus. Leute, an der Stelle wirklich, ich weiß nicht mehr was... Warte, was hat der andere Typ darunter geschrieben? Das wollte ich nochmal lesen. Moin Michael, sorry für die späte Antwort. Ich war auf Mallorca und habe meinen durch das Hantelset gestehten und extrem braun gebrannten Körper am Strand zur Show gestellt. Flexen all day long. Du kennst es. Braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Wenn der Billigflieger von Ryanair meinen massigen Körper in die Luft bekommt, kann ich dir heute Abend sagen, was drauf geht. Wenn du noch Interesse an einem perfekten Körper hast, Fragezeichen. Die Kirche des Bizeps. Ich bin geistesgestört, gut sieht er aus. Leute, an der Stelle wirklich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Soll ich wieder aufstehen? Ich weiß es nicht. An der Stelle bin ich einfach komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Simon, falls du einen Daumen nach oben da lassen könntest, wäre das wirklich sehr nett von dir. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr sehr gerne auf kostenfreier Lehrarmbasis ein Abonnement für mich da lassen. Bitte. Macht jetzt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. On the road again. Heute gehen wir... Oh, jeez.
Ich habe auch genug Internet. Machen wir Feierabend, Chat.